So, da sind wir auch schon wieder zurück mit einem kleinen, aber wichtigen Tipp für euch, denn ich habe gestern mit meiner Frau noch zusammen gestreamt, habe dann noch ein bisschen die Welt erkundet, weil wir immer noch nicht den Händler gefunden habt. Ihr seht ja, wie groß das Gebiet ist. Auch da war der Händler leider nicht zu finden. Aber ich bin auf was anderes gestoßen und kann euch nur sagen, wenn ihr das seht, wartet, bis ihr wirklich die Rüstung dafür habt und hast nicht gesehen. Weil ich bin jetzt schon bei Bronze-Rüstung, aber allerdings noch alles auf Level 1. Aber ich habe dieses Dorf hier gefunden. Da sind, keine Ahnung, Goblins, Gremlings, wie auch immer. Ich habe versucht, das Ganze dann außenrum mir anzugucken. Aber das Problem ist, dass hier, ihr seht schon hier in der Luft, ganz schwach sieht man es, dass da wie so Bienenhornissen rumfliegen. Also wenn ihr die Ebenen seht, nimmt erstmal Abstand. Oh nein, 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 nein. Also ich versuche euch mal den näher zu bringen. Jetzt seht ihr den Gegner mal. Versuche ihn jetzt mal zu legen. Oh Gott. Die sind verdammt schnell. Ich probiere es jetzt einfach mit Schild. Ach, der kann mich anzünden. Jetzt habe ich sie erst gesehen. Lol. Ich darf mich jetzt nur nicht treffen lassen. Also ihr seid gerade live dabei, in Anführungszeichen, wie ich das erste Mal so einen Mob lege. Gucken, was er uns bringt. Ja, zu Iro. Nein, wieder gestorben. Och nö. Oh nö, aber zum Glück habe ich ein Portal in der Nähe. Also, wie gesagt, ihr seht selber, passt auf, wenn ihr die Ebenen seht, weil da rennen direkt 6, 7 rum und dann nimmt einfach die Füße in die Hand und lauft weg. Ich wollte euch das Ganze nur mal ein bisschen näher bringen und in dem Sinne euch noch viel Spaß beim Zocken und haut rein.